Macht der Schöpfung ist in einem Blueprint hinterlegt, das in den unterschiedlichsten Dimensionen schwingt, je nachdem, wo der Mensch selbst in diesem Leben seine wahrhaftige Macht fühlen kann, seine wahrhaftige Macht erwecken kann. Diese Dimensionen gehen ins Unermessliche, ins Unendliche, fernab von irgendwelchen Wissen über die fünfte Dimension. Hierüber gibt es unendlich vieles zu erzählen. Doch ich möchte hier in diesem kurzen Autovideo einfach nur mal ein paar Denkanstöße geben. Bewusstseinsöffnende Anstöße. Die Kirche zum Beispiel, das kirchliche, christliche Feld, schwingt in der 33. Dimension und hat ein meisterliches Netzwerk über die ganze Erde gespannt. Ausgehend von ihren hervorragenden Standpunkten der Kirchenhäuser, der Gipfelkreuze, der Reaktivierungen über die heiligen drei Könige, wenn sie kommen und an die Türstöcke ihren Dienst geben, dass derjenige, der dort wohnt, Diener ist. Das weibliche Feld, die Urmacht, die Urkraft des weiblichen Feldes, schwingt in der 224, ist in der 224 angesiedelt. Das kann man sich vielleicht vorstellen, warum Weib immer schon in Konkurrenz zum Männlichen gesehen wurde. Mein Mann Angst davor hatte. Und wie wunderbar es ist, wenn Frau und Mann auf Augenhöhe miteinander in dieses Bewusstsein eintreten, sich ergänzen, sich miteinander entwickeln, füreinander da sind. Ja, einfach mal zum Nachdenken. Jegliche Techniken, auch viele Techniken in der spirituellen Welt, helfen nicht, um in diese Dimensionen einzutauchen. Es heilt was, es wird was geöffnet, man fängt wieder an, in die Selbstliebe einzutauchen, das Herz zu öffnen, ja. Das ist auch alles wichtig, aber das sind so die ersten Grundschritte. Die kann man aber auch auslassen, wenn man in dieses wenn man in diese Bewusstseinsöffnung für dieses Dimensionswissen eintaucht. Weil, wenn ich durch diese 33. Ebene durchtauche, ja, den Weg finde, wie ich durch dieses Nadelöhr durchschlüpfe, dann ist dort einfach die Energie der Liebe, der Selbstliebe, der Freiheit, des Friedens, der unglaublichen Macht, die in jedem Menschen hinterlegt ist, in jedem. Lasst euch da draußen nicht klein halten und entfaltet euren Freigeist. Entfaltet euren Freigeist. Und wenn ihr auch mit meinen Worten nichts anfangen könnt, fühlt's mal hin. Fühlt an diese 33. Dimension, an dieses manipulative, hochenergetische Netzwerk. Wendet euch euren Geistführern, euren Engeln, euren Lichtwesen hin und lasst euch durch diese Dimension durchführen. Und das Bewusstsein der Schöpfermacht in dir ist frei. Nicht, dass es dann keine Arbeit mehr gibt und alles gut ist. Der Weg ist frei.